und herzlich willkommen am St. Marinner Kirchtag 2015. Die Stimmung ist natürlich schon wie jedes Jahr sehr eingehellt. Viele Leute besuchen uns natürlich wieder. Ich freue mich auf ein weiteres Kommen und viel Spaß noch, Leute. Dankeschön. Nachdem wir gestern den Frühschoppen abgehalten haben, trotz tropischen Temperaturen, wir sind mit dem Besuch sehr zufrieden und heute natürlich am Abend der Höhepunkt, also der 42. Kirchtag. Und wir sind jetzt im Anfangsstadion und ich bin mir sicher, dass wir um 11 bis 23 bis 24 Uhr das Haus voll haben. Wir haben jetzt die Vorbahn spielt der Gott Kabao und ab 22.30 Uhr dann Keep Cool aus Oberösterreich. Und ich hoffe, dass wir heuer wieder einen guten Erfolg haben werden. St. Maritten ist was Besonderes, ist sicher ein Highlight im Kirchtagsreigen vom Völkermarkt, ja, jedenfalls. Erstens einmal ist eine tolle Feuerwehr, die sind komplett überall vernetzt, die machen 364 Tage im Jahr Werbung und der Erfolg hat sich einfach eingestellt. Und ja, es ist eine Einrichtung, die das höchste Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Und St. Margrethen ob Döllerberg, wenn man sich vorstellt, sind wahrscheinlich 50 Hausnummern und bringen 2000 Leute hierher. Also ein Vorzeigeprojekt. Es ist natürlich so, dass wir keine Meinung haben. Wir berufen uns immer auf die Besucher, die was uns jedes Jahr die Treue halten. Und wenn wir uns einmal umdrehen und schauen, dass noch 50 Leute hinein wollen, sind wir sehr zufrieden. Weil es einfach gut organisiert ist da. Das ist super. Schön. Einfach mit meinen Freundinnen eine Gaude haben, viel trinken. Ich bin zum ersten Mal da, aber ich denke, das ist ein cooler Abend. Und da, wie gehört, das ist einer von den größten Nachkirchtagen von Kärnten. Wird sehr cool werden. Ja. Ja, das Besondere ist natürlich die Schießbude hinter uns. Gell? Das ist jedes Jahr ein Traum. Weil immer lustig ist da. Party! Es ist wirklich wunderschön, jeder von uns genießt es wirklich gut. Die Leute gehen gut mit, es sind hübsche Frauen da, das ist natürlich für Musiker auch nicht ganz uninteressant. Nein, es gefällt uns wirklich gut da. Wahnsinn für das, dass man denkt, oder dass es Montag ist. Es ist echt unpackbar, es ist echt geil. Vom Clankirchtag ist es ganz ein großes Event geworden und man muss bescheiden sagen, ohne die Arbeit unserer Kameraden und unserer Vorgänger wäre das nie zustande gekommen. So wie jedes Jahr tischt ihr wieder perfekte Kulinarik auf. Was gibt es denn in diesem Jahr? Es gibt wie immer unseren Schweinsbraten, das Wiener Schnitzel, Porthändel, wir haben das Kärntner Schmalzmus und Söher und so weiter und so weiter. Für jeden was dabei. Was ist die größte Herausforderung für dich heute? Dass die Kunden oder die Gäste so schön wie möglich die Getränke haben. Und klappt das? Wunderbar, der Meinung. Wie viel Bier schenkt es dir an so einem Abend wie heute aus? Boah, schwierig zu sagen. Komplett unterschiedlich. Aber viel bleibt, glaube ich, da nicht mehr, gell, von dem Vorrat, den ihr euch so vorbereitet habt. Nein, wir haben auch schon so eingekauft, dass es nicht viel übrig bleiben kann. Wie viel Bier gibst du denn so ungefähr pro Minute raus? Pro Minute? Ja, so 10, 20 Bier machst du in einer Minute, kein Problem. Ist ja fast wie beim Oktoberfest in München. Ja, beim Oktoberfest, die kommen immer zu uns, zuschauen, wie es geht, damit sie ein bisschen was lernen. Wie viele Fässer gehen heute bei euch ungefähr? Ja, 50 ungefähr. Ja, bist wahnsinnig. Desperados, Eresdorf und Stiegel. Ja, ja, haben wir alles vor Lager, was die Jungen, die holen den Nachschub. Und wir schenken mal aus, aber die Leute sind durch, die gesagt, das ist der Wahnsinn. Habt ihr die Hitze extra bestellt, damit ihr mehr verkauft? Kann das sein? Schön wär's, aber das Wetter ist super. Musik.
ich kann nur sagen, ich möchte mich bei allen Feuerwehrkameradinnen und Ohren Höfer bedanken. Es war wieder ein großer Erfolg für St. Margareten, auch für unsere Feuerwehr. Und ich kann nur sagen, ich bedanke mich bei allen. Wir sind sehr stolz und wir sind sehr zufrieden. Die Musik ist spitze und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch wieder diesmal die gleiche Musik wieder haben für nächstes Jahr schon.